Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Ja, hier in Europa werden wir jetzt die letzten beiden Länder erobern und dann Richtung... Oh! Ja, Pontos hat hier schon alles aufgeräumt. Ja, gut. Dann werden wir, also, ja, die beiden... Wobei hier so und dann so. Genau, die beiden noch vernichtend schlagen und dann geht's auch schon Richtung Baktria und Skythen. Die Skythen. So, und Galatien muss ich auch noch erobern. Das wird ein bisschen haarig. Vor allen Dingen, also nicht nur, weil die ein bisschen größer sind, sondern weil die so viele Verbündete haben. Wir haben zwar die gleichen, aber das ist dann, ja, das wird noch interessant. So. Unterhaltskosten ist bei mir egal. Verstärkungsrate, das ist wichtig. Let's go. So. Es schneit in der Wüste. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir das am besten machen. Also ich glaube, wir müssen versuchen, alle Verbündeten von Galatien auch auf unserer Seite, zu bekommen. Unser Kampf. Ja, also die meisten haben ja defensive Verbündete. Das Problem ist aber, wenn wir das so kurzfristig machen, wird es ein bisschen, also je länger der Vertrag steht, desto die wurden unterdrückt eigentlich. Also je länger, desto fester ist natürlich der Vertrag. So, du. Ach krass. Waffe und Rüstung Stufe 3. Sehr geil. Okay, der greift jetzt den an. Okay, das heißt hier gespinnt. Ach verdammt. Ja, dann holen wir uns das danach. Hey, geht denn? Was geht denn? Ah, ich bin so lustig, so. Gut, nächste Runde dann hier und diese Runde hier. Sehr nice. So. Geschossschaden. Warte, hier haben wir alles. Hier haben wir noch nichts. Hier haben wir alles. Was ist das? Minus Baukosten. Und hier Bewegungsreichweite. Come on. Das machen wir. Wobei, warte. Hier gab es ein Gebäude, was ich nicht bauen konnte. Das kann ich wahrscheinlich jetzt doch bauen, weil ich jetzt die... Das waren die Pferde, ne? Das Pferdedorf konnte ich nicht weiterbauen. Okay, gut.
Das heißt, das kann ich jetzt machen. Hier unten. Syrakus. Ach, mit einer. Mit einer Armee. Also, ist ja eigentlich gar keine Armee. So, dann plünder ich mal hier. Hier kommt mal her. Ihr werdet jetzt mal befördert. So. Gut. Ach, verdammt. Ah, nein. Wieso kann der jetzt... Das ist so nervig, ne? Dass der ist nur um die Ecke gegangen. Halt im Gewaltmarsch und kann nicht weiter. Das ist schon sehr, sehr recht ärgerlich. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ach, wobei. Stimmt, das sind ja Söldner. Das ist ja kein Problem dann. Okay. Alles klärchen. Hier, das mache ich nächste Runde. Du, was machst du da? Keine Ahnung. Du. Du bist jetzt mal auch hier. Spartas Furz. Oh, apropos. Ich habe noch nicht letztes Mal in die Kommentare vom letzten Video von der letzten Folge geschaut, weil die noch gar nicht online ist. Da könnt ihr gar nichts drunter schreiben. Und zwar wollte ich ja Namen für Armeen haben. Aber genau da denke ich jetzt mir einfach was sehr eigenes aus. Spartas Furz, die 3000, Nightmare, Fanboys. Tja, Atys? Okay, Atys Nisa. Sneezy. Okay. Dümmer kann es eigentlich nicht werden. So. Ja, das habe ich alles nicht. Ich habe keine Kavallerie. Ah, Kinder bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Und Konvertierung. So. Dann nächste Runde. Und genau, in der nächsten Runde erobern wir zwei Sachen, glaube ich. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Eure Annahme das geht, ne? Wird meinem Volk große Zufriedenheit bringen. Vielen Dank. Genau. Ich glaube, ich spiele es gerade falsch. Ach komm, die hat jetzt wirklich... Oh, das nervt. Die hat wirklich jetzt wahrscheinlich meinen General getötet. Wieso geht das? Das mache ich einfach automatisch, weil meine Armee steht ja vor den Toren. Also hier. Das ist dann ziemlich egal. Das nervt. Kind ist geboren. Muss ich dich jetzt wirklich vertreiben hier? Ist doch langweilig.
dann verschieben wir das mit Galatien ein bisschen. Da brauche ich sowieso ein bisschen mehr Armeen. Ich würde die dann gerne gleichzeitig angreifen. Alter, was bist du denn für ein Viech? Nice. Okay, du hast den General verloren durch diesen Attentäter hier. Mal aggressiv. Sehr schön. Wurde auch, war auch nötig hier. So, du bekommst einen General. Kommandierung, Autorität. Warte mal. Für alle. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob er da irgendwas gegen Kavallerie gibt, aber ich glaube, das gibt's hier gar nicht. So, du kommst dann auch Richtung Britannien. Du kommst auch. Tja. So, jetzt gibst du hier mal den. Sehr schön, und dann ist es da oben rum schneller. Warte, 1, 2, 3, 4 Runden. 1, 2, 3, 4, ja, nee. Oben ist es schneller. So. Außenrum ist es schneller. So, bekommt ihr noch was? Nee. Du gehst dann nächste Runde. Warte, jetzt muss ich mal schauen. Also, reichen hier zwei Armeen? Ich glaube ja. Dann würde ich die da auch Richtung Osten schicken. Oder vielleicht, ja. Nee, mit zwei Armeen sollte es erstmal reichen. Ich meine, die Römer haben es mit drei Armeen versucht. Und haben es. Ja, mit drei Armeen relativ. Ja, weiß nicht, also. Also beim zweiten Versuch waren drei Armeen dabei. Ich weiß nicht, wie viele Cäsar dabei hatte tatsächlich. Genau, hier wurschtel ich noch ein bisschen rum, und sobald die Armee hier zum Angriff bereit sind, ist, und die Armeen Chimera muss ich eigentlich auch töten, ne? Dann vor Chimera sind. Okay. Also Pontos. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Ich bin die Ohren meines Volkes und höre und spreche auch so. Simple Vorsicht verlangt, dass ich euer Angebot. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Okay. Wir Griechen sind Realisten und nehmen dieses Abkommen an, selbst wenn es unseren Stolz verletzt. Okay. Mit Pergamon habe ich eh. Mit Ägypten auch. Chimera. Mögen mich nicht, das ist praktisch. Ich bin geehrt, eure Botschaft zu erhalten und werde euch mit Interesse zuhören. Oh, der ist nett.
Aber egal. So, warte mal, Chimera sind doch auch Griechen, ne? Ach, dammit. Aber ja, an sich, ja, passt es schon. Die Steppenhorden, mit denen bin ich schon im Krieg. Genau, okay, alles klar. Alles klar schon, mein Bärchen. So, let's go. Die Liebe zum Gold weckt das böse Menschen. Gebt uns euer Gold. Meidet das Böse, das es mit sich bringt. Warte, warum? Ach so, nein. Nein! Hervorragend! Mein Volk wird mir ob dieser Neuigkeiten ein Festgelage bereiten. Schnauze! Ich wollte Nein drücken. Oh, ich. Oh, meine Maus war zu flutschig. Ah, das ist kacke jetzt. Da muss ich den so lange triezen, bis der von sich aus mir den Krieg erklärt. Wobei es eigentlich kein Unterschied. Ist eigentlich kein Unterschied. Weil wenn der andere mir den Krieg erklärt, bin ich trotzdem der Sanktionen davon bekommt, also beziehungsweise meine Vertrauenswürdigkeit ist nicht mehr gegeben, weil der andere mir den Krieg erklärt. Das ist so dämlich. Okay. So, gegen die Bogenschützen haben wir zum Glück Kavallerie, sonst hätte ich das niemals angenommen. Weil das ist einfach, kann man nicht gewinnen. So. Ich baue mich wieder hier auf. Weil das ist hier am besten. Hopliten. Befehl verstanden. Das ist echt nervig mit dem. Aber egal. So. Deine Phalanx! Jugendliche! Steinschleuderer! Hörter Kavallerie! Speerinfanterie bereit! Gut, und wir sind bereit. Ich habe tatsächlich gerade vergessen, wo es losgeht. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, dann tucker mal dahin. Die Katapulte sind stationär, oder? Ich sehe sie gar nicht, okay. Oder hatte der die Katapulte dabei? Hm. Sind wahrscheinlich stationär. Speerträger! Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Schnelles Marschieren! Okay, Bogenschützen. Da will ich warten, bis die, stehen bleiben und sich halt dann Nahkämpfer nicht gleich dahinter stehen. So, die da ballern wir ab. Die da. Ja. Die Speerträger müssen wir. Da müssen wir uns drum kümmern.
Speerträger! Geschosse warten auf Ziele! Schnell vorrücken! So, wir machen mal. Wir machen mal das so. Falls der hier angreift, aber das sieht nicht so aus. Unser General wird angegriffen. Ja, sehr gut. Hier geht mal ein bisschen hier hin. Jetzt muss ich halt hoffen, dass er sehr, sehr schnell eingeht. Also die müssen so lange aushalten, bis die da hier sind und ich volle Kanne gegen die Fernkämpfer halten kann. Ich will halt noch nicht zu nah gehen, weil sonst checkt er das und schützt die. Dafür darf ich die auch nicht anklicken. Ach, jetzt doch, der hat es hingecheckt, okay. Aber das ist wurscht. Nicht ganz so wurscht. Das nervt auch so, dass man die nicht irgendwie zusammenziehen kann. Bis die halt vollständig angreifen. Aber okay. Was der da macht, ist auch interessant. Nämlich nichts. Ja, ist halt ein riesengroßer Unterschied, ob man gegen die KI kämpft oder gegen normale, also gegen echte. Das ist ein riesen Unterschied. So, jetzt kommen die Bogenschützen. Die würde ich auch gerne daran hindern, irgendwelche dummen Sachen zu machen. Wieso stehen die eigentlich noch? Zurück. Die machen ja auch nichts. Aber ja, das war jetzt nicht ganz so gut. Schießen die? Nee, okay, gut. Wie viele Fernkämpfer hat er denn? Ich muss versuchen, den in eine Zange zu bringen. Beziehungsweise jetzt muss ich gerade hier aufpassen.
Igitt. Es sind so viele Fernkämpfer, das ist echt ein bisschen blöd. So. Der macht gerade echt was Komisches. Aber irgendwie auch cool. Sogar also, cool, dass er das mal anders ist, ne? Okay. Die Bogenschützen sind jetzt ungeschützt. Ihr bleibt mal da. So, jetzt gehe ich hinter ihn. Alter, das ist so nervig. So, jetzt kümmert ihr euch darum. Die restlichen Fernkämpfer kann ich hier erledigen. Jetzt. Beim Kavallerie chargen sind die Kavalleristen so dämlich. Die darf man eigentlich nicht aus den Augen lassen, weil sonst sind sie tot. Wie man hier ganz schön sieht. Dümmer als sonst was. Echt schlimm. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. No surprise.
Kugelfächer! Speerinfanterie zu euren Diensten! So. Ja, Kommandant! Eure Befehle? Speerträger! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Speerträger! General! Ich sag's euch, der überlebt. Die greifen einfach nicht an. Fernkampf gegen Kavalleristen müsst ihr angreifen. Sonst plänkeln sie euch zu Tode. Aber ja, es gibt einige, die das nicht checken. Oh, die haben echt überlebt, ich glaub's nicht. Die sind die ganze Zeit gebrochen, aber surrender nicht. Das versteht auch der auch nicht. Der auch nicht, was ist los? Ja, und der ist gebrochen. Aber unter Vollbeschuss holt er sich nochmal eine Buddel voll Moral ab. Ach. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die sind weg. Krass. Piken bereit. Gut, dann mach mal hinne. Der feindliche General ist tot. Eieiei. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war echt ein bisschen Kuddelmuddel hier, nicht? Aber passt schon. Ja, bevor die jetzt wanken, beziehungsweise die werden wahrscheinlich eh jetzt weglaufen. Aber das hätte ich auf keinen Fall gewonnen, wenn ich keine Kavallerie gehabt hätte. Das ist klar. That's clear. Gut. Aber Hauptsache, die sind jetzt diese natürlich nicht vollständig vernichtet. Leider. Oh. Das wird interessant. Okay, was hat er denn? Der hatte britannische Kundschafter. 4 Stück, 5 Stück. Dann Freiherr-Banner, ziemlich viele, die sind nicht so stark. Steinschleuderer sind okay. Veteranenkavallerie ist schon besser. Ich muss mich halt dann einbunkern. Heerbanner und Speerbande. Die Plänkler sind gut. Okay. Da muss ich mich einbunkern, aber es sind 5000 gegen meine 3000. Ha, das sind. Habe ich das mit Absicht gemacht? Wie habe ich das gemacht? Aufstellung 3000, die 3000. Habe ich das danach benannt? Ich glaube schon. Das ist ja kein Zufall. Gut, aber das spielen wir die nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.